Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daddy Shop. Heute direkt mal mit relativ traurigen Neuigkeiten. Und zwar seht ihr schon hier unten, der Patch V 7.4 ist leider verspätet. Volland hat auch hier in der Nacht nochmal einen Tweet rausgehauen, wo sie sagen, dass sie in letzter Minute jetzt noch ein Problem mit dem neuen Update gefunden haben und deswegen das Update sich halt verzögert. Sie wissen noch nicht genau, wann es kommen wird, aber sobald da irgendwelche Informationen zu da sind, werde ich euch natürlich darüber informieren. Mit dem 7.4 Update kommen ja dann einige richtig geile Sachen, zum Beispiel auch ja der kostenlose Waffenskin, den wird man dann freigeschaltet bekommen, den man ja jetzt bekommt, wenn man nochmal schnell einen Creator neu einträgt. All diese Dinge kommen dann halt mit dem neuen Update und ja, ich werde euch natürlich da auf dem Laufenden halten. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt trotzdem direkt mal zum heutigen Fortnite-Shop, der ja auf jeden Fall besser ausschaut in meinen Augen als der von gestern. Wir haben auf der linken Seite mal wieder die Valkyrie drin mit ihren ziemlich geilen Flügeln, die gefallen mir persönlich sehr, sehr gut. Dann gibt es noch den mega heftigen Gleiter, ich feiere den immer noch sehr, den Frostschwinggleiter für 1500 V-Bucks, diesen Drachen, der dann auch so Eis speit. Finde ich immer noch mega heftig, vielleicht sogar schon ein bisschen zu krass für Fortnite. Schaut einfach Baba-like aus. Genau, das ist erstmal der erste Slot und im zweiten haben wir dann den Cloaked Shadow mit den ziemlich heftigen Flügeln, die auch so ein bisschen animiert sind. Auch das Outfit gefällt mir persönlich ziemlich, ziemlich gut. Kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Und da kommen wir schon zur rechten Seite. Dort haben wir erstmal den heißen Schlitten drin für 1500 V-Bucks. Den Gleiter habe ich am Anfang sehr, sehr gefeiert. Inzwischen weiß ich nicht, spiele ich den leider relativ selten. Müsst ihn also wahrscheinlich mal wieder häufiger ausrüsten. Dann haben wir noch die Pömpelhacke drin. Für 800 V-Bucks feiere ich immer noch sehr. Ist eine schöne schlichte Hacke, benutze ich sehr, sehr gern. Dann haben wir noch den Stock-Sauer-Emote. So ein bisschen Salz regnen lässt. Dann noch die Überlebenskünstlerin feiere ich irgendwie nicht so. Ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die den Skin sehr mögen. Ich weiß, ich finde den irgendwie nicht so cool. Dann haben wir noch den Schrullig-Emote. Sehr, sehr cooler Dance für nur 500 V-Bucks. Also der hätte auch für mich locker 800 kosten können. Ich benutze den sehr, sehr gern. Klar, es ist jetzt kein so besonders aufwendiger Tanz, aber ich feiere den einfach. Gerade wenn man gewonnen hat oder einen Kill gemacht hat, spiele ich den sehr, sehr gern ab. Und dann haben wir noch im letzten Slot des heutigen Tages die Turmspezialistin drin. Halt, schaut extrem wie ein Standardskin aus. Ich weiß, der war mal ziemlich, ziemlich selten, aber dadurch, dass er jetzt so häufig wieder im Shop war, gibt es für mich keinen Grund, den Skin zu holen. Der schaut halt fast aus wie ein normaler Default-Skin und deswegen habe ich mir den nicht geholt und werde ich jetzt auch erstmal nicht machen. Genau, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, sobald es irgendwelche neuen Infos zum Update gibt und wann das Ganze kommt, auch wann dann halt die neue Waffenlackierung kommt, werde ich euch alles sagen. Oh, und ich sehe auch gerade, mein Creator wurde wieder raus entfernt. Also muss ich das mal neu eintragen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, Leute, schaut auch bei euch unbedingt mal nach, ob ihr noch einen Creator drin habt, um dann die kostenlose Waffenlackierung zu bekommen. Tragt gerne zum Beispiel Snox hier ein. Würde mich natürlich mega, mega freuen. Ihr bekommt dann die kostenlose Waffenlackierung mit dem Update jetzt freigeschaltet. Also macht das unbedingt noch schnell. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne jetzt nochmal einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch schnell abonnieren und auch wieder rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop so fandet. Auf die Endcard blende ich euch jetzt hier noch mein Video von gestern ein. Das ist ein ziemlich geiles Video geworden. Ich habe extrem lang am Videoschnitt gesessen. Also klickt gerne mal jetzt hier drauf und dann hören wir uns dort. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so findet und ob ihr davon ja in Zukunft mehr haben wollt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Also würde ich sagen, klickt drauf und dann sehen wir uns dort. Tschüss!